Leider war es nicht so gut wie ein Porno, klagt John Mardello seinem Freund. Er berichtet, wie er mit seiner Freundin Barbara geschlafen hat und sie konnte ihm nicht das bieten, was er von Frauen in Pornos gesehen hat. Daran ist auch ihre Beziehung dann in Brüche gegangen. Porno war ihm wichtiger als seine geliebte Barbara. Auch davon handelt der neue Film, ein Regiedebüt von Gordon Levitz. Er heißt Don John. Ich kenne Details von diesem Film aus einer Ö1-Radio-Morgenjournal-Filmkritik. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass John Mardello immer wieder zu einem Priester gegangen ist und er hat ihm gebeichtet, ich habe mir Pornos angeschaut. War wohl ein Lippenbekenntnis. Ich denke dabei an die Frauen und vielmehr auch Männer, die immer wieder zu mir kommen zur Beichte und es bereuen, dass sie sich Pornos angeschaut haben. Und ich frage mich, gibt es vielleicht Menschen, die wirklich auch spüren, mehr Menschen, dass da nicht alles okay ist mit Porno? Ich denke dabei an meine Jugendzeit in den 1980er Jahren, wie ich zusammen mit Gleichaltrigen in Pornoheften geblättert habe. Wir haben das geheim getan, wohl auch, weil wir gespürt haben, da stimmt was nicht mit Porno. Und Gott sei Dank habe ich dann sehr bald gespürt, René, du musst dich entscheiden. Entweder weiterhin Pornos konsumieren und in Richtung Ich-Konzentration gehen und Richtung Abhängigkeit von den Sexualtrieben oder Verzicht auf Pornos und mehr in Richtung dorthin zu gehen, dass ich auch Frauen mehr als Mensch sehe und nicht als Lustobjekt und auch in Richtung von herzlichen Beziehungen, wo Sexualität nicht eine Sache von Medienkonsum ist, sondern Ausdruck von treuen und guten Partnerschaften. Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden. Auch heute noch lehne ich Pornos ab. Auch deshalb, weil dabei die Darsteller degradiert werden zu Lustobjekten, zur Konsumware. Und das ist für mich gegen die Würde des Menschen. Immer wieder ist dabei auch Menschenhandel und Gewalt im Spiel, bis hin zu Missbrauch von Minderjährigen. Wenn ich mir diese Sachen anschauen würde, dann würde ich mitspielen bei dieser Menschenverachtung. Pornografie ist für mich ein Irrweg von Sexualität, der auf Dauer ganz sicher nicht glücklich macht. Und ich denke dabei auch an die Bibel, die von Irrformen der Sexualität spricht und sie Unzucht nennt. Unzucht heißt übersetzt Porno. Die Pornowelle, die in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist, ist für mich wie eine Dunkelheit, die auf uns allen lastet. Und wenn wir jetzt im Advent wieder die Kerzen am Adventkranz anzünden, dann frage ich mich, wie kann Licht in diese Dunkelheit kommen? Zum Beispiel auch, indem ich ein klares Nein sage zu Porno und damit auch die Würde eines jeden Menschen und besonders auch der Frauen unterstütze. Ich denke dabei an das Wort des Apostels Paulus, der an die Römer geschrieben hat, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Dazu gehört auch die Unzucht. Und lasst uns leben, ehrenhaft leben, im Licht.